Freunde, und herzlich willkommen zurück zum Tippspiel am Montag mit Uwe. Jo, hallöchen. Ja, für uns ist natürlich Sonntag. Der Spieltag ist just in dem Moment natürlich wieder für uns zu Ende. Und punktemäßig sieht es wie folgt aus. Ich habe 7 Punkte gut gemacht. Es ist eine Motivation für mich und ich mache mich jetzt auf den Weg zum lieben Uwe. Ich muss die Punkte aufholen und er führt mit 49 Punkten. Zwischenzeitlich an einem Spieltag hat er sogar mit 60 Punkten kurz geführt. Aber ich habe dann doch noch 11 Punkte gut gemacht. Sehr wohl. Ja, um das eben punktemäßig auszudrücken, ich habe demzufolge 242 und Uwe 291. Er ist knapp an der 300, aber jetzt muss ich mich so langsam auch mal auf den Weg machen. Der 11. Spieltag steht an, englische Woche steht natürlich auch an, sprich Dortmund, Bayern und Leipzig spielen jetzt in der Champions League und Köln, Hoffenheim und Berlin spielen in der Europa League, was wir natürlich auch ein bisschen berücksichtigen werden demzufolge. So, und Uwe darf anfangen zu tippen. Uwe darf anfangen zu tippen. Genau. Es ist eine ungerade Zahl und die Freitagsbegegnung ist oder heißt Frankfurt gegen Bremen. Ja, da haben wir es wieder. Ja, du kannst ja gerne anfangen. Ich muss als erstes tippen gegen meinen Verein, wahrscheinlich dieses Mal, weil die spielen gegen Frankfurt. Ich weiß nicht, Bremen so weiterspielt, wie ja auch heute. Sehe ich schwarz. Ich sehe es schwarz. Ich nehme nochmal die Ergebnisse, dass wir das dann auch nochmal so sehen. Ja. Frankfurt ja unentschieden, ja jetzt auch an der Freitagsspiel, ja. Gegen Mainz, ne? In Mainz. Aber wie gesagt, das wird unheimlich schwer, glaube ich. Ja. Und ich weiß nicht im Moment, wie ich das mit Werder laufen soll. Und Frankfurt ist ja nun auch nicht gerade schwach. Das stimmt. Ich denke mal, das wird schwierig für Werder. Also ich würde jetzt, glaube ich, mal ein... Ich versuche es jetzt mal. Ich muss leider jemanden antworten. 2-1. 2-1. Das heißt, du sagst, Bremen schießt ein Tor. Ich glaube, ja. Ich gehe davon nicht aus. Aber ich versuche es damit. Aber ich denke mal, es wäre jedenfalls nicht. Ja. Das ist leider so. Ich tippe... Vielleicht ist es schon gekommen mit mir jetzt. Aber gut. Also ich sag mal... Ich bin am überlegen, ob ich jetzt 1-0 oder 2-0 sage. Also auf jeden Fall glaube ich nicht, dass Bremen ein Tor schießt, sagt mir irgendwie mein Gefühl. Und deswegen sage ich doch eher mal vorsichtig, also, 1-0. Du bist in Bremen, also kannst du doch nicht sagen, Bremen schießt kein Tor. Doch. Du kommst auf Bremen. Ja und? Mann, das gibt's doch gar nicht. In dieser Verfassung, was Bremen in der Liga bietet, und dass man da jetzt dann kein Tor mehr erzielt hat. Tja, ich weiß. Da kann ich leider nicht auf ein Tor für Bremen tippen. Ja, gut, okay, ich verstehe das. Ich habe Verständnis dafür. Und außerdem spielen sie auswärts. Ja. So auswärts sind eher zugetrocknet, sich ja, zugeht. Auch da sieht es ja düster aus. Recht düster. Ja. Okay, lass mal das Thema. Rein jetzt wieder heute die Klatsche 3-0. Wir nehmen mal lieber die nächste Mannschaft. Ja, nächste Begegnung. Ich darf tippen. Ja, Gladbach spielt gegen Mainz. Und Gladbach hat ja echt eine... Aufholjagd oder ich sag mal, gute Spiel dann in der zweiten Halbzeit in Sinsheim gegen Hoffenheim gemacht. 1-0 lag mal hinten, man hat noch 3-1 gewonnen und ich gehe schon davon aus, dass Gladbach hier gewinnt und sage mal 2-0. Also wie viel finde ich Boah, ich würde hier schon sagen, also ich würde auch auf Gladbach gehen, ich glaube im Moment, wobei man das nicht weiß, im Moment spielt halt so unkonstant. Ja. Aber trotzdem würde Gladbach, denke ich, spielen zu Hause, ich denke, das könnte was werden. Und sie sind wirklich gar nicht mal so schlecht. Mhm. Aber gut, mein Tipp ist 2-1. Ich glaube schon, dass Mainz ein Tor schießt. Okay. Der Meinung bin ich schon. Dann kommen wir zur nächsten Begegnung. Die da wäre Augsburg-Leverkusen. It's your turn. Augsburg hat gewonnen, Leverkusen hat gewonnen. Die Frage ist, sagst du unentschieden oder denkst du, jemand geht vom Sieg? Als Sieger vom Platz. Das ist so scheiße, lieber. Ich muss mal so sagen, es ist wirklich schwer. Ja, ist es auch. Also das ist auch so ein Spiel. Auch so ein Spiel zu Hause hat heute ja gewonnen. Das kann man... Ja doch, man muss schon merken, das ist ein 3-0-Erfolg gewesen. Mhm. Aber Leverkusen ist eigentlich auch nicht schlecht drauf. Gegen wen hat man auch noch gewonnen? Weißt du das aus... Köln 2-1. Ja gut, aber da bin ich jetzt 2-1. Mhm. Also ich glaube, das wäre eher so ein Spiel für mich, wo ich doch vielleicht auf den Unentschieden gehe. 2-2, komm, 2-2. 2-2? Aus dem Bauch heraus. Ja, das ist so... Alles klar, also ich sehe hier einen Sieger, muss ich zugeben. Okay. Ja, was glaubst du denn, wen sehe ich als Sieger? Ja, ich würde mal sagen Leverkusen. Ja, also ich gehe knapp auf Leverkusen, dass sie vielleicht doch jetzt echt immer mehr mitnehmen, dass sie jetzt doch besser werden. Dass sie
mir leid, das war ein Handy. Ja. Ich entschuldige mich für diese Soundkulisse. Aber ich gehe hier auf Leverkusen, aber doch knapp, ich sage Augsburg 0, Leverkusen 1. Ja, nächste Begegnung. Darfst du tippen? Hamburg gegen Stuttgart. Stuttgart hat gewonnen, Hamburg hat verloren. Das ist echt, echt schwer zu tippen. Tja, ich weiß es nicht. Das schwerste Tippen. Das sind Spiele, die sind relativ schwer. Hamburg muss besser werden. Die Frage ist, wird man besser? Man hat ja auch nur, muss ich zugeben, man hat nur 2-1 verloren. Man hat auswärts ein Tor geschossen. Zu Hause ist es immer etwas anderes. Das darf man nie vergessen. Ja, eigentlich sagst du schon was Wahres, aber ich denke mal, ja, das kann man nicht immer so werden. Das stimmt. Aber gut, mach deinen Tipp. Die Frage ist, gewinnt Stuttgart oder nicht? Das ist so das, was ich mich hier frage. Auch wenn sie natürlich heute jetzt 3-0 gewonnen haben. Aber das hat immer nichts zu heißen. Man kann gewinnen, man kann verlieren. Und ich bin jetzt doch etwas mutig und sage, es wird ein Unentschieden und sage 1-1. Ja gut, da gehen wir uns wieder auseinander. Ich würde jetzt mal wirklich auf Stuttgart setzen. Ich setze ein 1-2. 1-2. Okay. Ich versuch's damit. Ich weiß nicht. Nächste Begegnung ist für mich eigentlich eher das Topspiel der Woche oder eines der Topspiele der Woche, nämlich empfängt Platz 3, Platz 4. Leipzig gegen Hannover. Ja. Und das ist mal ein echtes Topspiel, wo ich jetzt mal echt gespannt bin, was du sagst, wie das Spiel ausgeht. Das ist das Problem, das ist ein Topspiel, weil Leipzig ist wirklich nicht schlecht. Also man muss ja wirklich sagen, die sind gut, sehr gut. Haben aber auch verloren gestern in München. Das muss man natürlich sagen. Und die haben natürlich und noch die Karte. Die eine, den einen oder anderen, der gesperrt ist, muss man dazu sagen. Das ist natürlich dann auch ziemlich schwierig. Das kann man versagen, grandios 4-2 gegen Dortmund. Ja, auch das wollte ich gerade, darauf wollte ich gerade sprechen kommen. Genau. Und grandios. Die Worte. Nein, das ist auch nicht, macht ja nichts. da muss ich auch sagen, die spielen wirklich Hannover, wie gesagt, jetzt gegen Dortmund gewonnen. Die spielen sehr, sehr gut, muss ich sagen. Gefällt mir jetzt wirklich gut. Und darum ist dieses Spiel jetzt wieder so ein Spiel, wo ich denke, das wird, weißt du was ich damit aus dem Bauch raus. Ich tippe jetzt hier einfach mal auf Hannover ein 1-2. Ich kann nicht hoch tippen, ich tippe einfach ein 1-2. Ich versuche mit einem 1-2. Okay. Ich spiele zwar nicht zu Hause, aber... Ich glaube, es wird eine Punkteteilung. Also ich sage echt, das ist schwer. Leipzig muss sich ein bisschen rehabilitieren. Und man spielt zu Hause, das heißt, man wird ein bisschen defensiver spielen, nicht zu offensiv, gerade weil man jetzt auch, muss man berücksichtigen, weil man jetzt auch in der Champions League spielt und man muss dann, will dann da eher ein bisschen mehr die Kraft drauflegen und deswegen. In der Liga ein bisschen zurück. Dennoch gehe ich hier von einem 1-1 aus. Deswegen wird es ja umso schwerer für Leipzig. Doppelbelastung ist es doch. Und natürlich den einen oder anderen Ausfall durch den gesperrt. Muss man ja sagen, dann wird es natürlich nicht ganz so einfach. Also das konzentrieren sie sich ja wahrscheinlich eher international als Bundesliga. Aber gut, wir werden sehen. Dann kommen wir zur nächsten Begegnung und das ist ja die Begegnung, gegen die ja Bremen zu Hause im Pokal ran muss, nämlich Freiburg gegen Schalke. Pokalausgelosung gab es ja heute, für die es nicht mitbekommen haben. Ja. Und da wird es natürlich wieder ein Prognosevideo zu geben, keine Sorge. Kommt aber erst im Dezember. So um den 10. rum müsste das Video erscheinen. An dem Freitag. Das genaue Datum weiß ich jetzt gerade nicht, aber ihr wisst ja, wie das läuft. Ja, Freiburg-Schalke, warte, wer muss? Ich muss. Freiburg-Schalke, ich gehe hier knapp auf Schalke, muss ich zugeben. Gehe davon aus, dass Schalke hier gewinnt. Man hat jetzt, ich weiß auf jeden Fall zu... Nee, Schalke hat unentschieden gespielt. 1-1. Aber ich denke mal... Aber ich gehe hier auf Schalke und sage Freiburg 0, Schalke 1. Ich tippe das dritte Mal jetzt 0-1, aber ich glaube schon, dass es da vielleicht eine Tendenz ist, schwierig, doch vielleicht eher auf Schalke geht, ne? Aber das kann auch genauso gut anders kommen. Mann, komm, tipp doch mal auf Freiburg. Tu mir einen Gefallen, verschenk ein paar Punkte. Auf Freiburg kann ich nicht tippen. Ich tippe auch ein 1-1 kommen. Gut, 1-1. Das ist einfach schwierig. Jetzt kommen wir zum Topspiel der Woche. Das nächste Spiel ist noch schwieriger. Sofort der Fingerzeig. Ja. Das Topspiel der Woche. Das wird wirklich grandios schwer. Also,
Dortmund gegen Bayern, das deutsche Klassiko. Das deutsche Klassiko, genau, und das ist das Problem jetzt. Ja. Dortmund hat jetzt ja gegen Hannover verloren. Und Bayern hat gewonnen. Ja. Gegen Leipzig. Gegen Leipzig gewonnen. 1-2 empfängt. Und deswegen würde ich jetzt speziell ja. auf Bayern tippen. Wie hoch? Ich weiß noch nicht, wie hoch eigentlich. Ich tippe hier, ich mag da nicht so hoch rangehen, ich tippe hier nur ein 1-2, ich bin vorsichtig. 1-2. Ich gehe lieber auf so einen Standard-Tipp. Ich glaube, dass Bayern den Tick die Nase weiter vorne hat, glaube ich. Ich glaube das. Mhm. Aber wie gesagt, wahrscheinlich kommt es wieder anders, als man denkt. Die Frage ist, schafft es Dortmund ein Tor zu schießen gegen Bayern? Man spielt jetzt Champions League. Dortmund wird da auch eher jetzt mal die Kräfte drauf legen, dass man da jetzt mal den ersten Sieg in der Champions League holt. Ja, aber ja, das stimmt. Und deswegen schließe ich mich auch deinem Tipp an. Also ich glaube, hätte sonst wieder erst 0-1 getippt, aber ich tippe auch 1-2. Ich glaube trotzdem, dass Bayern ja auch, die Bayern möchte ja wieder gerne, ja, alles können sie ja nicht mehr holen, aber einiges können sie noch gewinnen. Darunter zählt auch die Meisterschaft, unter anderem möchte ich schon, dass die das möchten wieder. Also deswegen denke ich auch mal, dass die Bundesliga wichtig ist für die. Ich entschuldige mich nochmal. Ja, aber ich denke mal schon, dass das so kommen wird. Kommen wir zur vorletzten Begegnung, die ich tippen darf. Köln empfängt Hoffenheim, beide, die ja in der Europa League spielen. Köln ist echt schwer einzuschätzen, muss man zugeben. Im Pokal nach Entlassung ja von Jürg Schmadtke hat man gewonnen. Jetzt in der Liga hat man auswärts in Leverkusen im Derby verloren. Ja. Nun empfängt man Hoffenheim und ich muss leider auf einen knappen Sieg für Hoffenheim gehen und sage Köln 1. Ich glaube schon, dass die ein Tor schießen, aber ich tippe genauso wie gestern, dass Köln 1-2 verliert. Glaubst du, dass Hoffenheim gewinnt? Ja. Dann will ich jetzt mal was anderes tippen. Ja, du tippst 1-2. Ich tippe nämlich ein 1-1. Achso. Punkteteilung mag ich hier jetzt mal. Ich versuche jetzt mal eine andere Strategie, weil das anders kann man ja hier komischerweise im Moment. Wie gesagt, ich möchte mal auf Folgendes hinaus. Wenn bei den ganzen Unentschieden, die er getippt hat, ein Sieg für die Mannschaft rausgekommen, die ich getippt habe und wo ich einen Unentschieden tippe, und das stimmt, hole ich vielleicht so 30 Punkte auf und dann sind es auch 15 Punkte. Vielleicht Unterschied. Vielleicht. Ich muss die Aufholjagd starten, meine Lieben. Ja, aber mal gucken. Okay. Ja, und die letzte Begegnung, mein Lieber, darfst du tippen. Wolfsburg gegen Berlin. Das ist wieder sowas. Berlin ja auch in Europa League, darf man nicht vergessen. Ja, genau. Also da ist auch eine Doppelbelastung, wobei ist das, glaube ich, nicht so das Problem. Mhm. Ich glaube nicht. Ich tippe da auch wieder ein Unentschieden 1-1. Ich kann nichts anderes tippen. Ja, tippe ich auch 1-1. Also da ist es, für mich ist das, ich glaube nicht, dass da einer von den beiden gewinnt. Wolfsburg hat jetzt ja auch wieder Unentschieden gespielt. Oder hatte Unentschieden gespielt. Ich denke immer, dass das da wieder so ein Ding sein wird. Genau. Okay, dann würde ich sagen, das waren unsere Tipps. Fassen wir unsere Tipps zusammen. Aber ich will mal eben meine Tipps mal mitteilen. Also Frankfurt gegen Bremen 2-1. Gladbach gegen Mainz 2-1. Augsburg gegen Leverkusen 1-2-2. Hamburg gegen Stuttgart 1-2. Leipzig gegen Hannover 1-2. Freiburg gegen Schalke 1-1. Dortmund gegen die Bayern 1-2. Köln gegen Hoffenheim, ein 1-1. Und Wolfsburg gegen Berlin, ein 1-1. Dann kommen wir mal zu meinen Tipps. Frankfurt-Bremen 1-0, Gladbach-Mainz 2-0. Augsburg gegen Leverkusen 0-1, Hamburg-Stuttgart 1-1, Leipzig-Hannover 1-1, Freiburg-Schalke 0-1, Dortmund-Bayern 1-2, Köln-Hoffenheim 1-2 und Wolfsburg-Berlin ein 1-1. Sehr wohl. Genau. Wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Mir fällt gerade auf, keiner von uns hat auf irgendeine Mannschaft 3-0 oder irgendwie mit 3 Toren Differenz getippt. Immer 1-1, 0-1, 1-2 oder 2-2. Das sind die einzigen Ergebnisse. Man muss ja auch den Spieltag, jetzt den heutigen Spieltag sehen, sind ja nicht so gut Ergebnisse gefallen. Naja. Also 4-2, 2-0 und 2x0-3 sind ja nicht viele Tore. Zitat. Wenn man das, ja, das sind jetzt, das steht gerade mal so diese zwei Spiele raus, Entschuldigung, oder drei vielleicht. Ja, 3-0 möchte ich jetzt, oder drei Tore oder so möchte ich jetzt nicht hochwerten. 4, ja gut, okay, das kann man so sagen. Aber ich fand, das sind ja nicht großartige Tore, es gab auch schon andere Spiele. Aber wie gesagt. Meistens so alles Durchschnitt gewesen. Ja. Aber das gehört halt auch dazu. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat,
lasst ein Like da, lasst ein Abo da und zeigt uns halt, wie sehr ihr das Tippspiel feiert. Vielleicht schaffen wir mal wieder jetzt auf das Video vielleicht sonst mal, ja, so wunderschöne 10 Likes. Würde mich echt freuen. Vielleicht klappt das ja mal so. Genau. Ich glaube, ich habe schon mal eine Challenge mit euch gemacht, die habt ihr gemacht. Vielleicht schaffen wir jetzt die 10 Likes, würde mich freuen. Ja, wir sehen uns in einer Woche wieder, oder irre ich mich da jetzt? Nee, wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Weil nächste Woche nach der Liga ist, glaube ich, Länderspielpause. Und das war der Gong zum Sonntag, wie man es so schön sagt. Yeah, baby. Ich verabschiede mich, also vielleicht irre ich mich jetzt, aber ihr werdet halt dann sehen, wenn das Tippspiel wieder kommt. Ich bin mir dabei ziemlich sicher, in 2 Wochen geht es dann für euch weiter. Und bis dann würde ich sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Macht's gut.